Vielen, vielen Dank für diese vielen großartigen Segensworte. Die Freundlichkeit und der Segen, der uns als Nicht-Einheimischen entgegengebracht wird hier in Kärnten, der zieht sich anscheinend auch hier bei meiner Amtseinführung weiter durch. Das ist sehr bemerkenswert und absolut nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Aber was predigt man denn jetzt bei so einer Amtseinführung? Das kommt ja nun nicht alle Tage vor. Und auch mit den Gepflogenheiten meiner neuen Landeskirche kenne ich mich noch nicht perfekt aus. Ich habe also wirklich viel überlegt. Und eigentlich bin ich kein großer Fan davon, wenn der Prediger so sehr stark in die Predigt mit einwirkt. Aber zu so einem Anlass wie heute ist es wohl geboten, dass auch meine Biografie ein bisschen durchschimmert. Ich habe also meinen Predigtext so gewählt, dass der Wesenszug Gottes zum Vorschein kommt, der mich in meinem ganzen Sein begeistert. Der Wesenszug Gottes, der mich sowohl beruflich als auch privat am allermeisten bewegt. Es geht also um meine Lieblingseigenschaft von Gott, wenn man sowas überhaupt haben darf, bin ich sicher. Und damit geht es natürlich auch darum, was ich den jungen Menschen hier in Kärnten, Osttirol, aber auch in ganz Österreich in meiner neuen Aufgabe als Diözesanjugendreferent weitergeben will. Ich spreche von der Treue Gottes. Und lese dazu einen kurzen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Ein Abschnitt, den ich witzigerweise auch, oder in dem sich witzigerweise auch mein Einsegnungsvers im Evangelium findet. Es war schon Abend geworden. Das Boot war mitten auf dem See und Jesus war alleine an Land. Da sah er, wie sich die Jünger beim Rudern abquälten, denn der Wind blies ihnen direkt. Um die vierte Nacht kam er zu ihnen. Er lief über den See und wollte an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, hielten sie ihn für ein Gespenst. Da schrien sie laut auf, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: Habt keine Angst. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da waren die Jünger völlig fassungslos. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch in der Bibel und in der Biografie der Jünger auskennt. Aber das Bild vom Gegenwind und vom Sturm zieht sich irgendwie durch. Die Jünger sind in der Story von Jesus von Anfang an mit dabei. Sie sind die ersten Menschen, die Jesus beruft. Und dann passiert ganz schön viel. Dann wird es stürmisch. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen. Es gibt große Erfolge und bahnbrechendes Scheitern. Die Jünger dürfen viele Abenteuer erleben. Sie haben Wunder erlebt, sie haben Predigten gehört, sie haben selbst mitgeholfen, die Welt ein Stück besser zu machen. Die Jünger haben aber auch ordentlich Mist gebaut. Sie haben Jesus mehr als einmal enttäuscht und einer der Jünger hat ihn am Ende sogar an seine Henker ausgeliefert. Es gab Untreue, es gab Verrat, es gab Verletzungen. Trotz all dem, was sie zusammen erlebt haben. Das ist das echte Leben. Ganz oft sind die Jünger Identifikationspersonen für den Leser eines Bibeltextes oder einfach in ihnen zu einem Virus wiederfinden. Und ich bin begeistert und schockiert, wie oft das doch auf mich zutrifft. Auch ich war, wenn man so will, von Anfang an dabei, so könnte man das sagen. Eine Zeit ohne Kindergottesdienst, eine Zeit ohne Jungschar und Sommerfreizeiten, an die kann ich mich nicht erinnern. Christlich sozialisiert ist, glaube ich, der Fachausdruck. Und dann passiert ganz schön viel. Dann wird es stürmisch. Es gab Höhen, es gab Tiefen, es gab große Erfolge und bahnbrechendes Scheitern. Nicht nur in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott, das gilt für das ganze Leben. Ich durfte tolle Menschen kennenlernen, ich musste aber auch Verluste nehmen. Ich habe gelernt, mein Verhalten hat Einfluss auf die Menschen. Mir sind Dinge gelungen, ich habe aber auch enttäuscht, verletzt, versagt. Das ist das echte Leben. Und genauso ereignet sich das Schicksal der Jünger im Leben von jungen Menschen, hier in Kärnten und Osttirol und auf der ganzen Welt. Sie werden geboren, sie wachsen heran, egal.
unserer Leistungsgesellschaft seine Bereitschaft zu vergeben und zu vergeben und zu vergeben hat keine Grenze. Gott ist treu. Wenn ein junger Mensch ein paar falsche Entscheidungen an ein paar wenigen Schlüsselstellen trifft, dann fällt er oder sie durchs Raster. In der Schule, im Berufsleben, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein paar Mal gescheitert, ein paar Mal versagt, ein paar Mal Mist gebaut und es gibt manchmal kein Zurück mehr. In der Bibel gibt es unendlich viele Geschichten, in denen die Jünger scheitern, Fehler machen oder übers Ziel hinausschießen. Jünger verraten Jesus. Einen schlimmeren Vertrauensbruch gibt es wohl nicht. Und doch kommt Jesus übers Wasser. Er kommt trotz Sturm und Gegenwind des Lebens. Er macht einen Unterschied. Jesus schaut nicht auf den Lebenslauf seiner Jünger. Er kramt keine alten Verfehlungen hervor, wie wir Menschen das so gerne tun. Und er interessiert sich auch nicht für die Leistungsfähigkeit. Gott kennt das echte Leben. Er weiß, dass in so einem Leben ganz schön viel passiert. Dass es stürmisch wird. Dass es Höhen und Tiefen gibt, dass es Erfolge gibt und bahnbrechendes Scheitern. Und trotzdem kommt er treu über das Wasser. Er kommt in den Sturm des Lebens, den Sturm meines Lebens, den Sturm des Lebens von jungen Menschen hier in Kärnten aus Tirol. Es gab eine Zeit in meinem Leben, man nennt es Pubertät, da habe ich mich ziemlich ins Ausgeschossen. Ich habe viele dumme Entscheidungen getroffen und Menschen, die es gut mit mir meinten, verletzt. Ich habe auf gut gemeinte Hilfe mit Anlehnung reagiert und irgendwann waren fast alle zwischenmenschlichen Beziehungen um mich herum kaputt. Ich war ziemlich einsam. Aber ich durfte erleben, dass Gott eben ganz anders ist als wir Menschen. Gott trägt dich nach. Scheitern ist bei Gott nie etwas Endgültiges. Wenn ich einen Menschen oft genug verletze, würde mir irgendwann nicht mehr verzeihen. Wenn ich oft genug zu spät komme, dann fliege ich wieder raus bei der evangelischen Jugendkirche. Und wenn ich oft genug Mist baue, dann komme ich vielleicht nicht wieder auf die gerade Bahn zurück. Das ist das echte Leben. Hier kann ich mir meine Zukunft verbauen. Hier gehen Beziehungen kaputt und Türen bleiben manchmal für immer verschlossen. Aber Gott kommt durch jeden Sturm, den das Leben zu bieten hat. Er lässt sich von keinem Gegenwind abbringen und von ihm wird auch nie der Gegenwind rausgehen. Gott lässt sich nicht von dem, was ich tue oder lasse, von dem, was ich bin oder nicht bin, von dem, was ich sage oder denke, abbringen, treu zu sein. Und selbst wenn ich mich offen gegen Gott ausspreche, und ja, das kam nicht nur bei den Jüngern, sondern auch in meiner Biografie vor, selbst dann bleibt Gott treu. Selbst dann kommt Gott in meinen Lebenssturm. Ich bin begeistert von dieser Treue. Und ich glaube nicht nur, sondern ich weiß aus erster Hand, dass diese Treue einen Unterschied machen kann im Leben von jungen Menschen. Was ich nicht sagen will, mit Jesus in deinem Leben ist alles gut. Das wäre gelogen. Was ich sagen kann, eine Beziehung zu Gott, Glaube, hat nie was mit Leistung zu tun. Ich finde das sehr entlastend in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Und deswegen will ich jungen Menschen begegnen. Ich will ihnen zur Seite stehen und vielleicht mit ihnen durch den einen oder anderen Lebenssturm gehen. Ich will ihnen sagen, dass sie nicht abgeschrieben sind. Egal, was in dem Lebenslauf steht. Oder vielleicht sogar in ihrer Strafe. Ich will ihnen vorschwärmen von diesem Gott, von diesem treuen Gott, weil ich nicht nur glauben muss, sondern aus erster Hand weiß, es macht einen Unterschied, von dieser Treue zu wissen. Denn die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, die bewahrt unser